Warum die Wahrheit über die Stephanusrede den messianischen Juden und Christen verschwiegen wird? Zu Beginn des Videos möchte ich einen messianischen Juden zitieren, der einige falsche Behauptungen aufstellt über die Stephanusrede des Neuen Testamentes, und sie später mit einer Wahrheit konfrontieren, die sie sicher noch nie gehört haben. Diese Wahrheit geht über die Veröffentlichung des Antichristen Jerobiam oder Erobim im Jahr 2017 weit hinaus. Ich garantiere Ihnen, dass Sie nach diesem Video die Bibel mit einem anderen Gefühl lesen werden, wenn Sie erstmal begriffen haben, was ich Ihnen hier mitteilen möchte. Ich zitiere nun den Glaubensbruder Hosea Benzion. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dass es Fehler im Neuen Testament gibt, war ich ziemlich überrascht. Vielen anderen ging es genauso. Schließlich sind wir mit den Gedanken aufgewachsen, dass die Bibel Gottes Wort unverfälscht ist. Es gibt Übersetzungsfehler, die sogar den Inhalt unserer heutigen Bibeln verfälschen. Davon schrieb ich in den anderen Teilen Schock, was ist nun mit meiner Bibel los? Und Bibelschock Teil 2. Dass es aber auch Verse gibt, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, das hat mich doch sehr schockiert. Siehe ein gewisser Stephanus. Im sechsten und siebten Kapitel der Apostelgeschichte begegnen wir einen Mann namens Stephanus, der als Diakon für die Gemeinde in Jerusalem eingesetzt wird. Wir wissen nicht viel über diesen Mann, doch nicht nur sein Auftritt vor dem Hohen Rat wird beschrieben wie der eines Helden. Es ist ein Mann Voll Glauben und Kraft, er tut Wunder und große Zeichen unter dem Volk, Apostelgeschichte 6,8. Niemand konnte der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, widerstehen, Apostelgeschichte 6,10. Vor dem Hohen Rat spricht er voll heiligen Geistes, Apostelgeschichte 7,55. Und sein Äußeres veränderte sich sogar, Apostelgeschichte 6,15. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie ein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Doch trotz aller Weisheit und Erfüllung enthält seine Verteidigungsrede Fehler, die man so nicht erwartet hätte. Schauen wir uns diese an. Erste: Abraham und sein Vater Apostelgeschichte 7,4. Da ging er Abraham aus dem Land der Chaldeer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land, das ihr jetzt bewohnt. Die Tora berichtet zunächst vom Tod Teras und dann davon, dass Abraham nach Kanaan geht. Doch das heißt nicht, dass er auch tatsächlich schon tot war, als Abraham und Sarah losgingen. Auf diesen Fehler machte mich eine Leserin aufmerksam. Wäre das der Fall gewesen, hätte Sarah nur noch zwei Jahre im gelobten Land gelebt. Die Zahlenangaben machen das schnell deutlich. Terach bekam Abraham, als er 70 war, er starb mit 205 Jahren, zu diesem Zeitpunkt war Abraham demzufolge 135. Sarah war zehn Jahre jünger als Abraham und starb mit 127 das nach dem tod seines vaters macht hier also keinen sinn zweite behauptung wie viele seelen kamen nach ägypten die zahl 70 ist nicht irgendeine zahl viele male kommt sie in der bibel vor der sanhedrin hatte 70 mitglieder es gab 70 älteste noah hinterließ 70 völker die ägypter beweinten jakob 70 tage und jakob kam mit 70 nachkommen nach ägypten Erste Buch Mose 46, 27 und die Söhne Josefs, die ihnen in Ägypten geboren sind, waren zwei Seelen, so dass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, siebzig waren. Doch in der Rede von Stephanus lesen wir von einer anderen Zahl. Apostelgeschichte 7:14 Da sandte Joseph hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Dritte Behauptung. Jakob in Sichem. Wir lesen in der Tora, welche drei Plätze in Israel von welchen Vorvätern gekauft wurden: Ein Teil von Sichem von Jakob, ein Teil von Hebron von Abraham, ein Teil von Jerusalem von David. Doch in der Apostelgeschichte werden hier ein paar Dinge durcheinandergebracht. Apostelgeschichte 7, 15, 16. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter, und sie wurden herübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um eine Summe Geld von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, gekauft hatte. Hier die entsprechenden Stellen im Tenach, dem sogenannten Alten Testament, 1. Buch Mose 33, 18 bis 19. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Padan Aram gekommen war und er lagerte sich der Stadt gegenüber. Und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita. Also Jakob hat das Grab in Sichem gekauft, nicht Abraham. Wir kommen zum gleichen Schluss wie bei den vorigen Teilen. Die Tora ist das Fundament und alles muss in Übereinstimmung mit ihr sein. Nichts darf ihr widersprechen. Und so sind wir aufgefordert zu prüfen und zu studieren. Zitat Ende. Nun ist der Nature 23 an der Reihe. Dass es Ungereimtheiten in der Stephanusrede zur traditionellen Interpretationslehre des Judentums gibt, steht außer Frage. Aber zu glauben, dass die Aussprüche fehlerhaft seien, die von Stephanus getätigt wurden, scheint mir sehr gewagt zu sein und deckt sich mit der Neuen Testamentkritik, die von vielen messianischen Juden geteilt wird. Oftmals werden Aussagen von Paulus oder anderen als unwahr abgestempelt, wo doch schon die Schrift selber sagt, dass viele Aussagen von Paulus schwer zu verstehen sind. Zitat von Apostel Petrus übrigens. Nun hat aber die Apostelgeschichte ein gewisser Lukas geschrieben, und da darf doch der Leser erwarten, dass alles klar und unmissverständlich rüberkommt. Ja, das versucht sie ja auch, erwartet aber, dass man seine jüdische oder traditionell christliche theologische Brille abnimmt und es mit offenen Augen betrachtet. Wer sich da geistlich verklemmt, wird nie zur absoluten Wahrheit kommen, geschweige Antworten in der Bibel finden. Gehen wir nun kurz auf die erste Behauptung ein. Stephanus würde mit seiner Aussage gegen die Tora sprechen, dass Abraham nach dem Tod seines Vaters nach Kanaan ging und, wenn dem so wäre, seine Frau nur zwei Jahre dort gelebt haben könnte. Denn Sarah war zehn Jahre jünger als Abraham und sein Vater starb mit 205 Jahren. Wenn Abraham mit 70 Jahren seines Vaters geboren wurde und wir zählen bis 205 Jahre seines Vaters, müsste Abraham 135 Jahre alt gewesen sein, als er nach Kanaan kam und seine Frau somit 125 Jahre. Wenn aber die meisten Juden und ein Teil der Christen mal genau lesen würden, stellen sie fest, dass Abraham nicht unbedingt mit 70 Jahren seines Vaters gezeugt worden sein muss, denn es wird gesagt, 1. Buch Mose 11, Vers 26: Terach war 70 Jahre alt und zeugte Abraham, Nahor und Haran. Nun waren es sicher keine Drillinge, und zu behaupten, dass aber mindestens Abraham mit 70 Jahren gezeugt worden sein müsse, widerspricht der Tora. Denn es steht geschrieben, 1. Mose 5, 32. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. So müsste man auch hier glauben, dass Sem gezeugt wurde, als Noah 500 Jahre alt war. Das Judentum und das Christentum bestätigen aber, dass Sem nicht im 500. Jahr Noahs gezeugt wurde, sondern Japhet. Und Sem erst zwei Jahre später, denn es steht geschrieben, 1. Buch Mose 11. Dies ist die Geschichte Sems. Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Apakschat zwei jahre nach der flut da die flut 100 jahre nach der zeugung der söhne sem ham und Japhet kam sem aber erst zwei jahre nach der flut 100 jahre alt war konnte er nicht der erstgeborene gewesen sein von den dreien das bestätigt sogar das judentum aber warum hinterfragen wir nicht auch die bibelstelle 1. buch mose 11:26 terach war 70 jahre alt und zeugte Abraham, Naho und haran mit der gleichen frage wer ist der erstgeborene von den dreien antwort im judentum weil weder das sogenannte Alte Testament noch die Rabbiner in unseren Überlieferungen das in Frage gestellt haben. Wenn so Bibelauslegung funktionieren soll, dann können Sie gleich einpacken. Demnach, wie es ca. 50% aller christlichen Konfessionen zumindest heute lehren, war Abraham wohl auch nicht der Erstgeborene, obwohl er an erster Stelle steht wie auch Sem. Und wenn uns Stephanus in seiner Rede sagt, dass Abraham zum Tode seines Vaters nach Kanaan zog, und er sich damit auf 1. Buch Mose 12 bezieht, dass er dort 75 Jahre alt gewesen ist, dann widerspricht sich das überhaupt nicht mit der Schrift, sondern es widerspricht der rabbinischen Überlieferung im Talmud und Midrasch. Und somit wurde Abraham mit 130 Jahren gezeugt und nur einer seiner Brüder wurde mit 70 Jahren seines Vaters gezeugt, genau wie bei Sem. Das macht seine Aussage nicht fehlerhaft, sondern bezeugt, dass der Geist Gottes uns in alle Wahrheit leiten wird und nicht irgendwelche Überlieferungen außerhalb der Bibel, die zumindest den Anspruch darauf stellen. Weiter aufgeschlüsselt, die Sache mit Abrams Geburtsjahr, habe ich in der Serie Projekt Apocalypse, die auf YouTube zu finden ist. Kommen wir zur zweiten Behauptung und dritten Behauptung und behandeln diese zugleich. Stephanus hätte gelogen oder Lukas hätte falsche Angaben in sein Evangelium geschrieben. Waren es nun 70 oder 75 Seelen, die nach Ägypten zogen, und kaufte Jakob oder Abraham das Grab von den Söhnen Hemos. Ich mute keine messianischen Juden oder traditionellen Christen zu, alle Bibelstellen entschlüsseln zu können oder zu enträtseln, wenn es um scheinbare Widersprüche geht. Aber ein offenes Ohr und Herz wäre schon wünschenswert und vor allem Zurückhaltung zu wahren, falls man mal etwas nicht versteht und es gleich als Widerspruch abzustempeln versucht. Schauen wir uns die Bibelstellen genauer an. Die angeblichen Unwahrheiten des Stephanus Apostelgeschichte 7, 12. Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Und beim zweiten Mal gab sich Joseph seinen Brüdern zu erkennen. Und die Abstammung Josephs wurde dem Pharao bekannt. Da sandte Joseph hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Und nun der Text der Tora, 1. Buch Mose 46. Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, die aus seinen Ländern hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, sind zusammen 66 Seelen, und die Söhne Josephs, die ihm in Ägypten geboren sind, waren zwei Seelen, so daß alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, siebzig waren. Ja, was denn nun? siebzig oder fünfundsiebzig? Es gibt zwei Erklärungsversuche im traditionellen Christentum zu der Sache. Erster Versuch Lukas zitiert die LXX, die sogenannte Septuaginta, die Übersetzung des sogenannten Alten Testamentes ins Griechische, wo geschrieben steht in 1. Buch Mose 46, 26. Alle Seelen aber, die mit Jakob nach Ägypten einzogen, die aus seinen Hüften hervorgegangen waren, ohne die Frauen von Jakobs Söhnen, waren insgesamt 66 Seelen. Die Söhne des Josefs aber, die im Land Ägypten geboren wurden, waren 9 Seelen. Alle Seelen vom Jakobs Haus, die nach Ägypten eingezogen waren, 75. Nun ist es so, dass es keine einzige überlieferte Handschrift der Septuaginta gibt, die vor 100 nach Christus datiert ist. Somit kannte der Abschreiber oder Autor der LXX Handschrift das Neue Testament und konnte angebliche Widersprüche glätten, indem er Anpassungen unternahm im Alten Testament. Wir haben heute keine einzige Handschrift vor 100 nach Christus, die belegen könnte, dass auch vor Jesus Zeit 75 Seelen in 1. Buch Mose 46 gestanden haben sollte. Den zweiten absurden Erklärungsversuch werde ich später noch einbringen. Nun zur zweiten Behauptung, wer kaufte das Land von den Söhnen Hemors, Jakob oder Abraham. Die angebliche Unwahrheit des Stephanus oder der Fehler Lukas, eine Person verwechselt zu haben. Apostelgeschichte 7, 15. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und ins Grab gelegt, das Abraham um eine Summe Geld von den Söhnen Hemors des Vaters Sichens gekauft hatte. Jetzt der Text des sogenannten Alten Testamentes mehrfach bezeugt, 1. Mose 33, 18. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kana anliegt, nachdem er aus Paddan Aram gekommen war. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors des Vater Sichems für 100 Kisita. Nochmals bestätigt in Josua 24, 32. Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in sichem, in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hemors, des Vaters sichems, um 100 Kesiter gekauft hatte. Und es wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. Eindeutig also Jakob. Aber Abraham kaufte doch auch ein Land in Kanaan, oder? Ja, aber nicht in sichem und auch nicht von den Kindern Hemors, sondern von Ephron, dem Hethiter in Hebron. 1. Buch Mose 23. Und Sarah wurde 127 Jahre alt, das sind die Lebensjahre Saras und Sarah starb in Keat, aber das ist Hebron, im Land Kanaan. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern. Und er redete mit Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sprach wohl an, wenn du geneigt bist, so höre mich. Nimm von mir das Geld, das ich dir für den Acker gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm: Mein Herr, höre mich, das Feld ist 400 Schekel Silber wert. Was ist das schon zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron, und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte, nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. So wurde der Acker Ephrons bei Machpela, der Mamre gegenüber liegt, der Acker samt der Höhle, die darin ist, auch alle Bäume auf dem Acker. Und innerhalb aller seiner Grenzen dem Abraham als Eigentum bestätigt vor den Augen der Hethiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Ackers Mach Pelach, Mamre gegenüber in Hebron im Land Kanaan. So wurde der Acker und die Höhle darin dem Abraham von den Hethitern als Erbbegräbnis bestätigt. Hier wird ein ganz anderes Land erwähnt als das, was Jakob kaufte. Das traditionelle Christentum hat keine plausiblen Antworten hierfür zu bieten. Prüfen Sie selber nach in Ihren Kommentarwerken. Um zu verstehen, dass sowohl die 70 als auch die 75 Seelen richtig sind und sich nicht widersprechen und auch die Frage, wer kaufte nun das Land von den Seelen Hamors, Jakob oder Abraham, braucht es ein wenig Vorwissen. Fangen wir an. Was lesen wir über Abrahams Ende? 1. Buch Mose 25. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter und lebenssatt und wurde zu seinem Volk versammelt und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Pelach auf dem Acker des Ephron des Sohnes Zoas des Hittiters. Mamre ging über in dem Acker den Abraham vor den Hethitern gekauft hatte dort wurde Abraham und seine Frau Sarah begraben Was wurde über Abraham gesagt als er mit seiner Frau Sarah bei Abimelech war was sagte Gott zu Abimelech 1. Mose 20 Vers 7 so gib nun dem Mann Abraham seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiß sterben musst, samt allem, was dir gehört. Was sagte am Ende Jakob zu seinen Söhnen, was sie mit ihm machen sollten, sobald er stirbt? Erste Buch Mose 49. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen: Ich werde zu meinem Volk versammelt werden, begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons, des Hititas. In der Höhle auf dem Acker Pelach Mamre gegenüber, im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erdbegräbnis gekauft hat, von Ephron, dem Hethiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben, dort hat man Isaac begraben und seine Frau Rebekka, und dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurde den Hittitern abgekauft. Und jetzt stellen Sie sich folgende Frage. Was passierte wohl mit diesen fünf, als sie zusammen mit dem Leib des Propheten Abrahams zusammen in einem Grab sich befanden? Sarah, Abraham, Isaac, Rebekka und Lea. Es passierte genau das Gleiche wie in der Königszeit 2. Könige 13. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifscher kommen, und sie warfen den Mann in das Grab des Propheten Elisas, und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Stephanus irrte sich nicht, als er sagte, Abraham kaufte das Grab von den Söhnen Hemos. Aber wie sollte das möglich sein, wenn er tot ist? Ist er das? Fragen wir Jesus. Matthäus 22. An jenem Tag traten Sadduzäer zu Jesus und sagten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Das lag daran, dass nach der Überlieferung die Sadduzäer nur die fünf Bücher Mose als göttlich inspiriert betrachten und glaubten. Was antwortete Jesus ihnen? Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen? Was euch von Gott gesagt ist, der spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Haben sie gehört? Der Lebendigen. Abraham, Isak und Jakob. Nicht der Toten. Schauen wir doch mal in Matthäus 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen... Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm, und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Wo kamen eigentlich diese drei Weisen her? Und woher kannten sie den Geburtstag von Jesus und sahen einen Stern, der ihnen zeigen sollte, wo Jesus geboren wird? Wer waren überhaupt diese Weisen? Kaspar, Melchior und Balthasar? Nein. Wer war wohl einer von ihnen? Schauen wir doch mal, was in Johannes 8 steht. Jesus sagte: Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen. Sie kamen aus dem Osten, den Morgenland. Hm, was befindet sich da wohl? Erster Buch Mose 2. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste hieß Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt. Wo das Gold ist, und das Gold dieses Landes ist gut, da kommt auch das wohlriechende Bidolacharz vor. Was brachten die drei Weisen zu Jesus? Matthäus 2. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wer waren diese Weisen aus dem Osten? Diese Weisen waren Abraham, Isaak und Jakob. Die nach ihrer Auferstehung zu Menschen den Tod der Sünde nicht mehr schmecken werden. Hebräer 9,27. So gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch, der von den Toten auferweckt wird, wird nicht mehr sterben, außer durch ein Gericht Gottes. Ich spreche nicht von Auferstehung zu einem Geistwesen, sondern eine Auferstehung in Fleisch und Blut. Abraham, Sarah, Isaak, Rebekka, Jakob und Lea. Leben seit 4000 Jahren auf dieser Erde. Nicht nur Jerobiam und der falsche Prophet, möglicherweise sogar noch andere, die schon einmal verstorben sind, der selbst ein verheirateter Prophet war oder mit einem Propheten begraben wurde. Lösen wir die beiden Verse auf. Der Unterschied zwischen 1. Buch Mose 46, die 70 Seelen, und die 75 Seelen aus Apostelgeschichte, ist der, dass die 70 bei Jakob aus seinem eigenen Haus kamen. Und in Apostelgeschichte wird über seine Verwandtschaft gesprochen. Abraham, Sarah, Isaac und Rebekka und seine Ex-Frau Lea kamen mit nach Ägypten. Ein Geheimnis, das Gott seit 2000 Jahren im Neuen Testament nicht offenbart hat, zumindest für das deutsche Volk. Was auch immer jene dann dort gemacht haben, spielt keine Rolle. Aber allein die Vorstellung, dass jene leben, ist erstmal zu begreifen. So macht es auch Sinn, zu verstehen, wer die Weisen aus dem Osten waren und woher sie das alles wussten, obwohl es doch keine Israeliten waren. Oder waren sie es doch? Es könnte sein, dass jene im Garten Eden leben. Möglicherweise können sie ihn sehen und haben sogar Zugang zu ihnen, weil sie den Tod der Sünde schon gestorben sind. Und wer kaufte nun das Land von den Söhnen Hemos? Abraham kaufte es für seinen Enkel. Abraham hatte ja genug Gold, oder sollte ich sagen, Kesita, ungewöhnliche Währung, vielleicht hat Eden mit der Währung was zu tun. Genau wie die Priester für Judas einen Acker kauften, so kaufte Abraham einen Acker für seinen Enkel der dann automatisch in seinen Besitz überging, denn alles was Abraham kauft, geht an den nächsten seines Hauses und das war Jakob. Er hatte das ErstgeBURTSrecht. So erwarb sich auch Jakob einen Acker, obwohl ihn Abraham gekauft hatte. Wir sehen also, es gibt keine Falschaussagen von Stephanus in seiner Rede, sondern nur falsche Ansichten, traditionelle falsche Lehren im Christentum und kein Verlass auf endzeitliche Erkenntnisse, die in Daniel versprochen wurden. Zum Schluss noch der zweite Versuch des Christentums, das mit den 75 Seelen zu lösen, ohne auf die LXX einzugehen. Dicht dran, aber auch vorbei. Es wird behauptet, dass Jakob alle fünf Leichen aus dem Grab Hebron ausgehoben hat und mit nach Ägypten brachte. Ja, nie ist klar. Vor allem, wo doch geschrieben steht: 75 Seelen und nicht 70 Seelen und fünf Tote. Denn eine Seele besteht aus Leben, Fleisch und Blut. Hesekiel 1820 Die Seele, welche sündigt soll, sterben. Es gibt noch weitere Hinweise in der Bibel zu dieser Auslegung, die wir in einem zukünftigen Video besprechen werden. Shalom und viel Erfolg erstmal beim Verdauen.